So, schauen wir mal. Gen 3, Gen 3 Video, Gen 3, Gen 3, Gen 3. Überall nur Gen 3. Oh, Alter, was geht ab, Leute? Hongi. Ich sehe hier überall nur Gen 3 Videos. Das heißt, ich muss natürlich auch eins machen. Und zwar wurde gestern Abend wieder was geleakt. Ein kleiner Spoiler zu Gen 3. Und zwar wegen Apple Watch. Das ist übrigens nicht das erste Mal. Und die haben da fälschlicherweise ein Bild mit den drei Generation 3 Startern. Warte. Flamly, Gekkabor und Hydropi. Ich hoffe, ich habe es richtig gesagt. Haben die da fälschlicherweise gezeigt. Und alle anderen springen jetzt auf den Gen 3 Hype auf. Klar, Gen 3 ist sehr gefragt. Gestern im Livestream, in allen Livestreams wird ständig gefragt, wann kommt Gen 3. Meine Theorie war ja 12.12. Was übrigens schon wieder komplett zerstört wurde von Niantic. Weil ich dachte, 12.12. ist Ho-Oh halt weg. Ja, ich weiß. Man hat gemunkelt, dass Ho-Oh verlängert wird. Und jetzt wurde es halt auch echt bestätigt. Deswegen ist meine Theorie gestorben. Aber 12.12. hat der halt genau gepasst, weil Ho-Oh bis zu dem Zeitpunkt bleibt. Und die Amerikaner sowas haben wie, das nennt sich 12 Days of Christmas. Und danach Gen 3 hätte perfekt kommen können. Also Theorie ist gestorben. Ho-Oh wird um 48 Stunden verlängert. Habe ich hier eh irgendwo schon eingeblendet. Angeblich wegen Serverproblem wieder. Ich habe eigentlich gar keine mitbekommen, aber okay. Und die Boxen wurden bis zum 11. angekündigt, also bis dahin habt ihr Zeit noch die Boxen zu kaufen, falls ihr noch welche braucht. Und jetzt daneben das mit der Gen 3, wo alle so einen großen Wirbel machen, Tumult. Ich meine, es war klar, also die haben angekündigt Gen 3 im Dezember und jetzt ist schon eine Woche vorbei, es sind nur noch 3 Wochen, also irgendwann muss es ja kommen. Also deswegen bin ich jetzt nicht so gehypt, also es war klar, dass die irgendwann jetzt kommen. Es kann sein, dass es diese Woche schon ist, also am Wochenende, mein Paar, vielleicht auch Anfang nächste Woche, also. Auf jeden Fall sehr, sehr bald. Aber wie gesagt, ich meine, wir haben eh nur noch 3 Wochen, also innerhalb der nächsten 3 Wochen muss es kommen. Und für alle, die sich nicht so auskennen, so wie ich, mit Gen 3, habe ich einen interessanten Artikel gefunden auf Pokémon Go Hub. Den schauen wir uns jetzt an. Und zwar haben die da die besten Gen 3 Pokémon aufgelistet, die man fangen sollte, die man entwickeln kann. Und wie viele Bonbons sie brauchen und sowas. Und das schauen wir uns jetzt an. So, da haben wir die Liste. Also ich habe natürlich von ein paar Sachen gehört. Milotic soll cool sein. Dann Metagross und Brutalanda natürlich, von denen hört man immer. Despotar und Dragoran der dritten Generation. Dementsprechend schauen wir uns das mal etwas genauer an. Ich habe es mir schon mal angeschaut, aber nur ganz schnell im Durchlauf. Alle Pokémon einmal. Jetzt kenne ich so ungefähr die Pokémon und was so drin ist, aber was die können, wie gut die sind und so, eher nicht. Also hier so die Top-Pokémon, auf die ihr achten solltet. Direkt, wenn ihr die seht, gelbe Berge oder goldene Berge, falls ihr die zum ersten Mal seht, damit ihr die direkt habt und dann gleich am Anfang mit denen laufen können. So, fangen wir mit dem hier an. Leider alles auf Englisch, also die deutschen Namen kenne ich leider nicht. Aber ich hoffe, das ist kein Problem. Und zwar der hier, der wird zu diesem Affen. Moment, wenn ich hier mal draufklicke. Ja, und zwar der hier, der soll richtig krass viel WP haben. Da steht 5400. Momentan nach der Formel, aber mal schauen, wie die das integrieren werden. Ob der genervt wird, ob der geschwächt wird, ob die WP bleiben, aber er irgendeinen Nachteil bekommt. Wir werden es sehen. Aber 125 ist interessant. Achso, der hat 3 Entwicklungen, oder? Achso, deswegen, ja, okay. Erstmal 25 und dann 100. So wie immer halt, okay. Im Spiel konnte er nur jede zweite Runde angreifen. Als Ausgleich für seine hohe WP oder für seine hohen Werte. Und das gibt es bei uns momentan nicht. Also keine Ahnung, wie die das integrieren wollen. Dann Beldum. Der wird zu Metagross. Metagross Stahl und Psycho. Krasse Kombo. Auch 125, 3 Entwicklungen, also 2 Entwicklungen, 3 Stufen. Erste 25, so wie immer, und dann 100. Max CP von Metagross 3644, laut der Formel. So, hier ein paar Sachen über Metagross: Attack 257, Defense 248. Stamina nicht so viel, HP also. Und auch noch gut für alle, die Stahlmedaille brauchen, vielleicht. Dann der hier. Der wird zu Brutalanda. 3532 ist 2 WP stärker als Dragoran. 100% Dragoran war 3530. Aber jetzt kann man ihn ja zweimal mehr pushen. Ich denke dementsprechend auch den hier zweimal mehr pushen. Typ Drache, genau wie Dragoran. Und auch 2 Entwicklungen, 3 Stufen. Auch gut für Drachenmedaille. Für alle, die Drachenmedaille noch nicht haben. Ist auch die Medaille, wo ich am wenigsten habe. Aber der hat, glaube ich, ein anderes Biom als. Also zu Bioms werde ich demnächst sogar ein Video machen. Als Dratini, weil Dratini hat Wasserbiom. Und der hier sieht nicht so aus, als hätte er Wasserbiom. Eher so Felsbiom.
Dann haben wir den hier, Argon. Hat auch 3 Stufen, okay. Auf Deutsch heißt er, glaube ich, Stolos. Genau, da sehen wir es. Anscheinend sehr gute Verteidigung und Fels und Stahl. Wieder gut für die Stahlmedaille. Aber Nachteil ist halt Doppelschwäche gegen Boden und Doppelschwäche gegen Kampf. 3004 Max CP oder WP auf Deutsch ist nicht schlecht. Vor allem jetzt kann man zweimal mehr pushen. Sprich, der müsste ein bisschen mehr haben. Fast 3-1, also gar nicht schlecht. Und dann hier. Fee Psycho, coole Kombination. Die sind alle 3 Stufen. Ist interessant. Also die kenne ich von den Spielen und... Boah, wie heißt die nochmal auf Deutsch? Ihr schreibt es eh unten in die Kommentare. Tut mir leid, dass ich die deutschen Namen noch nicht kenne. Auch knapp unter 3000. Wie gesagt, jetzt wo man mehr pushen kann, kommt sie sogar über 3000. Dann haben wir hier diesen Fisch, der zu Milotic wird. Man hat eigentlich gemunkelt, dass der auch genau wie Carpador 400 braucht. Aber die haben es hier mal auf 100 gestuft. Bisschen besser als Garados, eigentlich eine bessere Version von Garados. Hat man mir so erzählt und sieht auch noch cool aus. Weil Milotic ist nur Wasser und Garados ist ja Wasserflug. Und hat halt richtig krasse Schwäche gegen Donner. Dann haben wir hier als letztes Makuhita. Gutes Kampf-Pokémon, der zu Hariyama wird. 2765 ist ungefähr so wie Machomai. Jetzt müsste man eigentlich nur noch die Statistik vergleichen mit Attack. Wer mehr angefangen? Bestimmt weiß einer von euch da Bescheid und kann das unten in die Kommentare schreiben. Aber ich denke mal, der ist ungefähr auf Machomai Level, was nicht schlecht ist. Vor allem, weil Machomai mehr Candies verbraucht und der dann weniger. Und ein bisschen Vielfalt in den Kampf-Pokémon, weil abgesehen von Machomai gibt es dann echt nichts mehr Gutes. Das zweitbeste Kampf-Pokémon ist dann theoretisch eigentlich Skagaborn mit Kampf-Moves. Und danach kommt halt so Kikli, Nocturne, Capoeira oder sowas. Also echt nicht so gute Sachen. Sprich, ein neues Kampf-Pokémon kann auf jeden Fall nicht schaden. Und das sind so anscheinend die Top-Pokémon, wo man sein Auge drauf halten soll und drauf achten soll. Sprich, wenn jetzt Gen 3 kommt, ihr wisst Bescheid, diese Pokémon, direkt gelbe Berge. Und dann mit dem hier oder dem hier direkt laufen. Und dann könnt ihr euch Metagross oder Butterlander machen. Das war's von mir, kleiner Einblick. Gen 3 kommt, aber das ist keine Überraschung, das war klar, dass Gen 3 kommt, haben die ja so angekündigt. Ho-Oh wurde verlängert, Boxen wurden verlängert. Das waren so die Top-Pokémon von Gen 3. Haltet Ausschau nach denen, wenn Gen 3 jetzt überraschend kommt. Wer weiß, kann jede Sekunde passieren. Das war's von mir, wie immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt die anderen Videos ab, folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter. Checkt den Shop ab, vergesst nicht, Pokémon ist serious business.